Willkommen zurück zum Abschluss. Ich lade Sie alle sehr gerne ein, einen Platz zu finden und doch nochmal ein Quäntchen Aufmerksamkeit am Ende diesen doch sehr vollen, erfüllenden hoffentlich auch Tag zu schenken. Wir haben noch einige paar Programmpunkte und ich starte direkt, was wir mit dem Tag heute alles gemeinsam erlebt haben. Und wir haben da einen sogenannten Insta-Zusammenschnitt, den uns Vanessa beschert hat. Und von daher würde ich einfach sagen, Film ab. Wir schauen uns das mal gemeinsam an. Wir sind heute mit einem wirklich großen Auftrag in den Tag gestartet, in die Woche gestartet, nämlich die Frage rund um Digitales und wie können wir das Digitale in die Volkshochschulen reindenken, reinbringen und wie können wir diesen Lebensraum wirklich auch mit Leben füllen. Und ich glaube, dass wir es geschafft haben, durch Lernreisen, durch die Werkstätten, durch die VHS-Sessions, Impulse zu setzen und auch einen wirklich wertvollen Samen zu pflanzen, der jetzt über die nächsten Wochen, Monate, Jahre weiter gedeihen kann und weiter wachsen kann. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was aus diesem heutigen Impulstag alles noch wird. Und ich freue mich aber auch, dass ich nicht alleine hier heute stehe bei der VHS-Family, sondern ich jetzt nach und nach auch Ihre Stimmen nochmal hören möchte. Aber vor allem bei der VHS-Session, die gerade stattfanden, auch eine Person sehr gerne auf die Bühne bitten möchte, nämlich Gerd Schilling. Gerd Schilling hat zu dem Thema digitale Gelassenheit eine VHS-Session gehalten
Und so wie ich das verstehe, werden Sie uns jetzt die Top 5 Tipps mitgeben zum Thema digitale Gelassenheit, weil wir das auf jeden Fall als Key Takeaway mit nach Hause nehmen wollen. Und ich glaube, Sie werden das auch nicht alleine machen, sondern Sie holen noch ein, zwei Leute auf die Bühne. Aber the stage is yours. Ich gehe mal kurz runter und viel Freude. Als gute Didaktikerinnen und Didaktiker wissen wir ja, dass es ja am besten ist, wenn man als Trainer, als Trainerin möglichst wenig macht. Deswegen stelle ich nicht die Ergebnisse aus meinem Workshop vor, sondern zwei, die ich jetzt auf die Bühne bitte. Ja. Braucht ihr, hier ist das, ich übergebe euch das mal. Uiuiuiui, Andreas, jetzt geht's hier gleich los und ich weiß überhaupt nicht, das geht hier alles nicht. Kein Problem, wir nutzen deine Zeitpause dafür und wir nutzen den Plan B. Außerdem ist das ja keine Operation am offenen Herzen. Das war's schon. Ich hoffe, ihr habt mitgezählt, das waren 3 Tipps. Also die weiteren Tipps aus unserer digitalen Checkliste erfahrt ihr dann in der Dokumentation von der Veranstaltung. Mhm. Plan A, B, C, D, E, F, G. Vielen Dank euch, super. Das war's jetzt. Ja, das war's. Okay. Na gut, dann war es das. Kann man das auch positiv umsetzen? Natürlich, das war's, super. Ich habe mich auf ein bisschen was anderes eingestellt, aber no problem. Wir machen direkt weiter, das ist ja hier eine super Stimmung. Direkt, aber ein Punkt, der mir gerade ins Ohr geflüstert wurde, ganz logistisch. Es fehlt noch ein Leittablet. Ich weiß nicht, wo das sich verstecken könnte, aber das Team braucht dieses Leittablet bis 18 Uhr, also bis in 2 Minuten wieder. Oder bis zum Ende der Veranstaltung, würde ich mal sagen. Aber irgendwo, ja, gibt es das. Wäre ganz toll, wenn das am Check-in abgegeben werden könnte. So, wir sind am Morgen eingestiegen mit einer Murmelgruppe. Vielleicht erinnern Sie sich und wir möchten deswegen auch gerne mit einer kleinen Murmelgruppe hier den Ausklang gestalten. Und ich würde Sie gerne alle einmal fragen, wir haben ja die Frage auch gerade noch gesehen, was ist ein, Sie müssen nicht 5 Key Takeaways, aber ein Key Takeaway, von dem alle erfahren sollten? Tauschen Sie sich gerne aus mit der Person zu Ihrer Linken, zu Ihrer Rechten, nach hinten oder nach vorne. Und nehmen Sie sich einen Moment Zeit, machen Sie sich Gedanken. Was ist das eine, was Sie erfahren haben, was Sie gelernt haben, was vielleicht für Sie auch nochmal eine Bestätigung von dem war. Aber eine Sache, wo Sie meinen, das war jetzt echt ein Highlight für mich persönlich heute. Ich sehe, der Raum ist ruhig. Sicherlich gab es doch die eine oder andere Sache, die... Sie können gerne miteinander sprechen. Ich gebe Ihnen dafür 2 Minuten und dann machen wir weiter. Jetzt bin ich aber gespannt. Es kam ja dann doch so das eine oder andere zusammen. Wir haben 2 Mikros im Raum. Gerne einmal die Aufmerksamkeit. Wir haben 2 Mikros im Raum und würden jetzt ganz gerne mal erfahren, was haben Sie denn so von Ihrer Gesprächspartnerin erfahren? Was ist denn ein Key Takeaway? Möchte sich jemand einbringen? Was war ein Key Takeaway? Was war ein Aha-Moment? Was war eine Erkenntnis? Wir haben ein Mikro, das hier umgereicht werden kann. Wer möchte sich denn gerne mal einbringen und erzählen, was gelernt wurde? Gerne als erste Person, wunderbar, danke.
Also ich sehe das natürlich aus der technischen Sicht als Medienwart an der Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg. Und mein Highlight ist sozusagen, dass ich euch erlebt habe, wie ihr euren Unterricht vorbereitet, ihn durchführt und für mich als Techniker halt genau das Gegenteil sehe und mir eine Vorstellung machen kann, was euch behindert, was euch schwerfällt. Wir haben das auch sehr schön in diesem Kurs gesehen, ja, wie man sich digital entspannen kann. Und das nehme ich mit als Highlight. Dankeschön. Wer möchte als nächstes berichten? Hier ist eine Wortmeldung. Super. Wir freuen uns alle auf Ostern 2024. Dann gibt es den neuen Web-VHS-Auftritt und wir sind alle ganz gespannt. Gibt es sonst noch eine weitere Erkenntnis? Ja, fantastisch. Ja, was ich wirklich mitnehme, ist von heute Morgen an, als ich kam bis jetzt, dass ich gesehen habe, dass überall kleine Grüppchen standen und sich unterhalten haben, über alle Ebenen, Volkshochschulen und so weiter hinweg. Und das war genau das irgendwie, was ich heute Morgen sagte, das muss es sein, damit ich finde, dass dieser Tag gelungen ist. Also herzlichen Dank. Ja, ganz wunderbar. Vielen Dank. Gibt es noch eine weitere Wortmeldung aus dem Saal? Ich sehe aktuell keine und deswegen würde ich sagen, machen wir einfach ganz pragmatisch weiter mit der digitalen Interaktion. Wir haben nämlich eine kleine Sache für Sie vorbereitet, nämlich Slido. Aber ich sehe hier jetzt gerade Mentimeter. Super. Super, das ist es. So, Sie dürfen Ihre Mobiltelefone zücken und diesen QR-Code einmal abfotografieren beziehungsweise sich auf diese Webseite führen lassen. Oder aber Sie gehen auf slido.com und geben dann diesen Code ein. Da unten steht der 326833. Und ich gehe davon aus, dass jetzt sehr viele Personen hier drin sind. Genau, und die erste Frage ist die Atmosphäre. Wie empfandest du die Stimmung auf der Digitale 2023? Wir haben jetzt hier 5 Optionen nach Emojis. Und die ersten 18 Personen sind schon eingeloggt. Oh, wow, überwältigend. Herzen in den Augen, es war toll. Es gibt auch glückliche Gesichter. Gar nicht so viel auf dieser Seite. Wir nehmen das konstruktive Feedback gerne mit, aber super. Scheint sich alles dort einzupendeln. War ein Erfolg. Die Atmosphäre ist gut gewesen. Super. Dann gehen wir weiter mit dem nächsten, oder? Das nächste ist Lernen. Wie würdest du deine Lernerfahrung auf der Digitale 2023 beschreiben? Und jetzt gibt es hier 5 Antwortoptionen. Und bei diesen 5 Antwortoptionen kann man 3 aussuchen. Und diese 3 sind in einer Priorität zu setzen. Also das erste, das zweite, das dritte. Sorry. So, 13 Personen beteiligen sich gerade an dieser Interaktion. Es sind noch ein paar weitere, die hier das Ranking machen. Aber ich sehe gerade, mal gucken, ob sich das gleich nochmal umschwingt, aber ich sehe, gerade eben war noch inspirierend weit oben. Aber ich sehe gerade, dass informativ an erster Stelle ist. Informativ, nahe gefolgt an inspirierend. Und als drittes kommt praktikabel.
bestätigend ist an vierter Stelle, ernüchternd an letzter Stelle. Okay. Informativ macht weiterhin das Rennen. Das heißt, es war für uns alle ein erkenntnisreicher, informativer Tag. Wir haben vieles lernen können und gleichzeitig waren wir aber auch inspiriert, was natürlich total toll ist. Und diese Inspiration können wir mitnehmen. Und es war praktikabel, das ist natürlich auch super. Das heißt, man konnte direkt, wir haben es ja auch gerade in dem Insta-Zusammenschnitt gesehen, vielleicht im Makespace mit dem 3D-Drucker arbeiten können. Beim Mittagessen haben wir uns unterhalten über das Entwickeln von, ich glaube, es war eine App. Ich habe nicht so mitnerden können, aber super. Das heißt, das ist doch echt toll, dass das jetzt hier als Resultat rauskommt. Wir kommen zum nächsten Punkt. Programm. Wie gut hat dir das Gesamtprogramm der Veranstaltung gefallen? War es, okay, gut, das ist eine mundgemischte Verteilung. Und ich freue mich, dass wir hier auch einfach die Demokratie wirklich austesten und sehen. Wir haben hier ich habe vergessen, was Wichtiges zu sagen. 5 Sterne ist super, 1 Stern nicht super. Okay, also vielleicht verändert das jetzt nochmal alles. Aber wir sehen im Grunde, dass wir so bei 3,7 tatsächlich landen. Das heißt, am Programm lässt sich noch was machen. Das ist doch auch mal ein gutes Feedback fürs nächste Mal. Dann müssen wir einfach mal gucken, was lässt sich noch so alles machen. Es kann sich gerne auch noch mal eine Person einbringen mit einem Mikro, der möchte. Aber im Grunde haben wir natürlich relativ viel versucht, das so interaktiv und einfühlsam zu gestalten. Und haben super, fantastisch. Frau Holler. Ja, danke. Hallo? Ja. Ja. Also was ich ein bisschen traurig fand, dass ich nicht an allen Workshops teilnehmen konnte. Mhm. Zu viele Sachen liefen parallel und ich musste Prioritäten setzen. Klar, ich wusste schon früher, was es gibt, aber ich habe vermisst ein paar Sachen, die ich gerne machen würde, aber konnte ich nicht, weil das zu viel auf einmal war. Mein Einwand. Ist konstruktives Feedback, kann man dann fürs nächste Mal bedenken. Gibt es da noch andere Personen, die das gleiche Empfinden hatten? Ja, ich sehe jetzt 1-2 Hände, die sagen, ja, hätte gerne noch mehr mitgemacht oder Fear of Missing Out. Ist ja auch eine Realität. Kein Problem. okay, gibt es sonst noch Wortmeldungen zu diesem Stimmungsbild? Sehe ich gerade nicht, deswegen machen wir einfach mit dem nächsten weiter. Geschenk, was nimmst du von der Digitale 2023 mit? Da ist die Möglichkeit, dass Sie alle einen ganz kurzen Wortbeitrag reinschreiben. Dann entwickelt sich hier so eine Wortwolke. Wow, okay, das muss aber direkt erklärt werden. Janas Eichhörnchen. Austausch, leckerster Schokokuchen, what? Okay, Eichhörnchen schon wieder, das muss gleich nochmal eine Erklärung kommen. Inspiration, Videodreh, Ostern 2024, Kontakte, Mut zum Podcasten, KI-Linkliste, cool. Persönliches Kennenlernen, Neugier, Hoffnung wird mitgenommen. Ideen, viele Kekse im Bauch. Okay, immerhin. Überstunden, oi. Nachdenklichkeit, Interesse. Was noch? Was habe ich hier noch? Ausblicke, fantastisch. Spaß am Ausprobieren, sehr gutes Mittagessen. Okay, Ostern 2024 ist auf einmal an zentraler Stelle gerückt. Who would have thought? Cool. Ja, toll. Okay, aber wer ist bereit und erklärt das mit Janas Eichhörnchen? Das würde ich ganz gerne schon wissen. Bitte. Ja, Janas Eichhörnchen. Ist das das Eichhörnchen? Darf ich das mal sehen? Wow.
Ich möchte da gar nichts zu sagen. Ich habe ein Eichhörnchen gedruckt. Das war eins von meinen Life Goals. Danke dafür. Wow, toll. Herzlichen Glückwunsch. Hast du das nicht selbst programmiert auch? Okay, also es wurde ein 3D-Eichhörnchen gedruckt. Wow. Und vielleicht doch nochmal ein, zwei Worte. Was hat es mit der KI-Linkliste auf sich? Wer hat das reingetragen? Ja, möchten Sie das? Wow. Schön. Ein Dank an Thomas. Ist Thomas überhaupt noch hier? Ja, ich höre es gerade dort hinten. Werden die Listen nochmal mit allen Personen geteilt? Ja? Ich glaube, das wäre doch super. Schön. Was noch? Was noch? IKEA Padlet. Weiß ich nicht. Wo sämtliche Informationen und Anregungen, die für Kursgestaltung, Programmgestaltung zusammengefasst sind, in übersichtlicher Weise und ganz niedrigschwellig. Fantastisch. Also, was wir aufgenommen haben hier ist niedrigschwelliges Angebot, ganz viel Informationen, die für alle bereitstehen werden. Super. Und jetzt habe ich tatsächlich doch nochmal die Frage, Ostern 2024. Was passiert da genau? Da gibt es einen Relaunch. Sie hatten es anfangs gesagt. Wollen Sie es nochmal wiederholen, bitte? Gerne mit Mikro, damit das für die Aufzeichnung auch passt. Ja, ich sag's gerne nochmal. Das ist das, worauf unsere Teilnehmenden, unsere Kursleitenden, wir als VHS-Mitarbeitenden alle warten darauf, dass wir unsere Website relaunchen. Und das wird dann passieren mit einem riesigen Systemwandel. Ja. Super. Fantastisch. Wenn das nicht mal eine coole Wortwolke ist, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Was darf auf der Digitale 2024 nicht fehlen? Welchen Hinweis möchten Sie dem Orga-Team mitgeben? Jetzt ist Ihre Chance. Sicherlich gibt es das auch nochmal später die Möglichkeit, aber tragen Sie es gerne auch hier ein. Okay, Schokokuchen ist gebongt, Abendessen ist sogar jetzt gebongt. Gut, was noch? Aktiverer Start, okay. Das heißt, interaktiverer Start. Oder, okay, müssen wir nochmal gucken. Das Tablet, wurde das inzwischen zurückgebracht? Fantastisch, ist wieder da. Visionen, Zeit für gute Gespräche. Livestream, ja, okay, ich bin davon ausgegangen, dass es einen Livestream gibt, aber gut. KI 2024, was noch? Veganes Mittagessen, also das gab es tatsächlich. Mehr VHS-Sessions. Das ist doch mal eine Ansage. Mehr VHS-Sessions. Okay. Schließfächer. Super. Weniger Programm. Auch why not? Nicht schlecht. Ich glaube, das sind alles für uns extrem konstruktive Inputs. Damit kann man arbeiten. Ob es dann umgesetzt wird, ist nochmal eine andere Sache. Aber man kann sich zumindest mal angucken. Schön. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für den Input. Ich sehe aber, hier kommen noch ein, zwei weitere Punkte, mehr kursleitende Inputs aus anderen VHSen, Ladebox und Mobiltelefone, sehr praktisch, sehr pragmatisch. Eine Person schreibt, alles top, Dankeschön. Frühere Einladung, okay, alles notiert. Ich glaube, das lässt sich alles wunderbar umsetzen. Und dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle weiter. Nämlich, haben Sie heute einen Einfall gehabt, den Sie gerne bald umsetzen möchten? Und wenn ja, welchen? Ich glaube, damit haben wir es auch schon fast, oder? Ich glaube. Aber teilen Sie doch noch mal gerne Ihren Einfall, den Sie gerne bald umsetzen möchten. Es kommt hier keine Zeit. Bild KI. Okay. Augmented Reality Element. KI-Tools nutzen. 3D-Drucken. Archivive als Methode. Mehr Netzwerken. OER, mehr BürgerInnenbeteiligung.
mehr KI nutzen, KI insgesamt. OER ist jetzt gerade an zentrale Stelle gerückt. Co-ModeratorInnen im Kurs finden, CityLab kontaktieren. Super. Sehr pragmatisch, sehr schöne Einfälle. Das sind doch alles toll. Tolle Punkte hier. Auch follow insta@vhs.berlin. Meine Güte, Schleichwerbung vom Feinsten. VR-Brillen, must have. Spitze. Ja, und dann steht hier nochmal zentral, mehr KI nutzen. Okay, und Eichhörnchen drucken. Otter drucken. Cool. Es scheint mir, als wenn Sie alle hier einen wirklich erfüllenden und erfüllten Tag hatten. Und das sind doch echt tolle Einfälle auch, die Sie bald umsetzen können. Und ich glaube, das war's dann auch. Das war die Slido. Herzlichen Dank für Ihre aktive und auch echt spaßige Beteiligung an dieser interaktiven Dokumentation. Super. Ihnen nochmal einen Applaus. So, wie geht es eigentlich weiter? Wir kommen zusammen für einen solchen Tag und es stellt sich immer die Frage, was bleibt eigentlich nach so einem Tag hängen? Wie können wir diese Veranstaltung nachhaltig gestalten? Und das Coole ist, dass wir uns dazu im Vorfeld Gedanken gemacht haben. Nämlich haben wir ja die Mediencoaches. Die Mediencoaches können wir fragen, können Sie fragen, können Sie ansprechen für die nachhaltige Umsetzung von digitalen Projekten. Also sprecht gerne dort, sprechen Sie sehr gerne doch die Mediencoaches an, um eben all das Digitale tatsächlich auch nochmal weiter umzusetzen und für sich einzusetzen. Außerdem gibt es eine Videodokumentation. Über den Tag heute wurde relativ viel gefilmt, aufgezeichnet. Die Lightning Talks wurden auch aufgezeichnet. Und das heißt, das alles wird im Nachgang Ihnen allen zur Verfügung gestellt. Sie können davon ausgehen, dass in den nächsten 2 Wochen, in den nächsten 14 Tagen, alles auf dem VHS-Server, auf der VHS-Cloud bereitgestellt wird, als einen Zusammenschnitt oder als einzelne Teile. Aber auf jeden Fall gibt es eine Dokumentation von all dem. Das heißt, Sie können sich das im Nachgang noch einmal anschauen. Und ansonsten ist es natürlich auch total toll, dass wir einfach mit so einer Evaluation das auch alles direkt live in action festhalten und das, was wir umsetzen können, auch umsetzen. So, und jetzt kommen wir so langsam zum Schluss. Wir haben jetzt noch einen Houdini-Trick. Wir haben Handy-Magic und ich freue mich total, Gerd Schilling erneut auf die Bühne begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Also ich darf mit euch noch ein kleines Experiment machen und dazu die Bitte, dass ihr alle mal euer Handy rausholt, sei es iPhone oder Android, das ist egal. Und okay, ist die hier aus der Präsentation raus, okay, super. Und super, das läuft hier schon. Gut. Genau, und das Spielchen kennt ihr schon, ne? Einscannen. Und wer auf dieser Seite von Mentimeter ist, der, wenn ihr dann auf dem Handy steht, stehe ich vor dem QR-Code. Ja. Das nächste Mal drucke ich mir den aufs T-Shirt und dann passt das. Wenn ihr auf dieser Seite seid, dann gibt es da weiter unten so ein Herz und da könnt ihr der Veranstaltung hier schon mal ein paar Herzen senden. Und wenn wir dann hier auf einer ganz guten Quote sind, dann geht es gleich los. Was ihr zusätzlich zu eurem Handy noch braucht, ist ein Stift. Überraschenderweise verbinden wir hier mal digital und analog. Also ein Handy und einen Stift zur Hand nehmen. Stift kennt ihr noch, ne? Also Stift ist so, mal auf Blatt Papier schreibt. Oh, 44, das ist schon eine ganz gute Quote. Und
bereit? Wenn wir jetzt in einem Online-Format wären, würde ich sagen, macht mal so einen Daumen nach oben. Ja, gut. Auf eurem Handy wird gleich, werden gleich drei Symbole erscheinen. Also die gleichen wie hier an der Wand erscheinen auch auf eurem Handy. Bestätigung? Ja. Die Bitte ist, dass ihr mal eines dieser drei Symbole in Gedanken für euch auswählt. Vielleicht so die Rakete steht für, ich habe ganz viele neue Ideen und würde am liebsten heute Abend noch starten. Das Schiff für die Ladung ist da, Fahrt voraus. Und das Sofa, geschillt heute Abend auf dem Sofa, morgen ins Doing kommen. Also sucht euch mal in Gedanken eins dieser drei aus. Entschieden? Merken? Auf eurem Handy erscheinen weitere Symbole. Insgesamt sind das jetzt 9. Und jetzt bewegen wir uns mal durch diese Symbole und zwar mit folgender Regel. Dafür braucht ihr den Stift. Ihr beginnt gleich, erstmal Erklärung abwarten, ihr beginnt gleich bei dem Symbol, was ihr euch eben gewählt habt und dazu mit dem Stift nicht mit der Schreibseite, sondern mit der Rückseite des Stiftes das Handy berühren, also nicht mit dem Edding gleich auf eurem Handy malen, aber wir werden gleich mit dem Stift uns da durchbewegen und zwar immer, also das ist hier mein Stift, zeige euch das mal, also angenommen, der Startpunkt wäre das Sofa und ich sage gleich die Schritte an, durch die wir uns in diesem 9er-Raster bewegen und angenommen, ich würde sagen 3 Schritte, bedeutet ein Schritt immer zum Nachbarsymbol zu wechseln, aber nur waagrecht oder senkrecht, nicht diagonal. Also 3 Schritte könnten so aussehen, 1, 2, 3. Ihr könnt aber auch wieder zurückgehen, es könnte auch so aussehen, 1, 2, 3. Prinzip klar? Also ich sage gleich die Schritte an und ihr bewegt euch dann waagrecht, senkrecht in entsprechender Anzahl. Mein Stift fällt um. Stift auf das Startsymbol legen. Und dann in 4 Schritten durch dieses 9er. Ich zähle mit 1, 2, 3, 4. Stift auf dem Handy lassen. Also weil es von diesem Symbol geht es gleich weiter. Und ein Symbol wird jetzt gleich auf deinem Handybildschirm verschwinden. Und ich bin sehr sicher, dass es nicht das Symbol ist, auf dem gerade dein Stift liegt. Achtung! Von der Position, wo du dich jetzt befindest, geht es weiter. Und zwar in 5 Schritten. Ich zähle vor. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder verschwindet ein Symbol. Und ich bin ziemlich sicher, dass es nicht ein Symbol war, wo du dich gerade befunden hast. Also die Stellen, die jetzt verschwunden sind, sind sozusagen auch keine Bewegungsmöglichkeit mehr. Und von dem Symbol, wo du dich jetzt befindest, geht es weiter. Und zwar in 2 Schritten. Ich zähle vor. 1, 2. Und ihr ahnt es vielleicht schon, auch wieder verschwindet ein Symbol. Und ich bin sehr sicher, dass du dich gerade nicht dort befunden hast. Weiter geht's. Und zwar mit 3 Schritten. Ich zähle vor. 1, 2, 3.
Und diesmal verschwinden zwei Symbole. Eins und noch eins. Und auch hier bin ich sehr sicher, dass du dich gerade nicht dort befunden hast. Doch, sagt jemand. Nachher zu mir kommen. Aber bei den anderen, ne? So, genau. Ja, okay. Ausgehend von diesem Punkt geht es weiter in drei Schritten. Ich zähle vor. Eins, zwei, drei. Und wieder verschwindet ein Symbol. Und ihr geht noch mal einen Schritt. Und wir müssten bei einem gemeinsamen Symbol gelandet sein, bei dem Symbol Willkommen. Das erscheint jetzt auf eurem Handy. Und warum Willkommen am Ende einer Veranstaltung? Willkommen in der Welt des Transfers, willkommen in der Welt der neuen Kontakte und willkommen in der Welt der Vorfreude für die digitale 2025. 24, ja. Eine große Runde Applaus für Gerd Schilling. Wow! Den Trick gucke ich mir ab. So, ja, wir sind am Ende. Und am Ende sagen wir Danke. Und ich freue mich total, das Team auch auf die Bühne zu bitten. Wie machen wir das? Ich habe das jetzt nicht vorher geübt, aber ich würde erstmal ganz gerne das MP-Team der Werkstätten auf die Bühne bitten. Da kommen sie. Super. Dann lade ich herzlich auf die Bühne ein, alle VHS-Mitwirkenden, falls Sie sich Ihren Applaus abholen möchten, die sind herzlich auf die Bühne eingeladen. Das ist jetzt Ihre Chance. Oh. Super. Na gut. Dann, wenn das Awareness-Team noch im Hause ist, ist das Awareness-Team natürlich auch herzlich eingeladen, auf die Bühne zu kommen. Sowie das Team vom BUM tatsächlich auch. Einen großen Applaus für das Catering-Team Dinette. Wir haben es ja gerade gesehen. Einen noch viel größeren Applaus für das Check-in-Team. Und den allergrößten Applaus für das Orga-Team. Christine, magst du auf die Bühne kommen? Ja. Und es sind natürlich auch noch viele weitere Mitwirkende, wie das Technikteam, das seit heute Morgen hier dabei ist.
unser Fotograf. Herzlichen Dank. Und gerne einmal richtig auf die Bühne kommen, dann machen wir nochmal ein Foto alle zusammen und holen uns den Applaus ab, den wir verdienen. Ja. Ich würde mich mal so ein bisschen... Ich frage mich, ab wann es wackelt. Ich glaube, das hält die Bühne aus. Lachen. Sind wir mehr auf der Bühne als unten? Ja. So, und tatsächlich war es das. Das war die Digitale 2023. Das war der VHS Impulstag. Wir freuen uns sehr, dass es gleich noch weitergeht mit einer Kleinigkeit. Es gibt einen Ausklang. Serkan, der hier eben auf der Bühne war, wird auflegen. DJ Serkan. Sie sind alle herzlich eingeladen, diesen Ausklang mit uns allen zu feiern. Vielen, vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit und dass ich Sie heute durch diesen Tag begleiten durfte. Warte. Und im Sinne der Nachhaltigkeit nutzen wir jetzt die Blumen doppelt. Cool. I love it. Vielen, vielen, vielen Dank für deine fantastische Moderation. Danke. Dankeschön. Einen herzlichen Applaus für Yolanda. Bis zum nächsten Jahr. Ciao.